One more please. Coach, oder? Bevor die Idee dann fängt. Ja, beruhigt. Nee, warte. So, Finger weg vom Alkohol, ne? Ja. Mach mal die Kamera aus, ich will die mehr. Mach die Kamera an, wie sind die? Tag 2 hier in Amsterdam mit ihm. Dankeschön. Genau. Ja. Und mit mir? Paterchen, ne? Genau. M&M sind unterwegs. Gestern war ein geiler Tag, wir haben gefressen bis zum Abwinken. Wir haben natürlich Videos für euch gemacht. Heute geht es ein bisschen, ja, der Bauch ist deswegen die Jacke. Heute geht es natürlich weiter. Wir sind jetzt hier vorm Happy Pig Pancake Shop. Genau. Du meintest, da gibt es geile Pancakes, ne? Laut Google-Bewertung auf jeden Fall gut. Instagram auch. Testen wir das Ganze mal und dann geht's weiter. Diabetes kann kommen. Ne? Die haben hier auf jeden Fall so coole Rollen, also solche Schienen oder so. Ah. Das sind so Mini-Dinger, weißt du? Das ach so. Leicht, ein bisschen leichtere Kost. Okay, die sehen aus wie Sushi, ne? Ja. Hier so, wie so Sushi-Pancakes. So. Genau. Ich glaube, ich nehme da diese Chef's Choice Pancake Banana. Was guck mal das? And two Coke Zero, please. Ah, no. Okay, Sugar. So, die guten GBAs und Enzyme. Eigentlich trinken wir keine Cola mit Zucker, aber heute, das sind 140 Kalorien. Guck mal, gestern war eine Dose, ne? Ja. Ach, aber egal, bitte uns die Form ja nicht versauen, weil wir haben ja die guten Enzyme dabei. So, unser Tag hat begonnen an der Raststätte. Direkt an der Grenze nach Deutschland. Genau. Da war unser Halt. Wir wollten eigentlich aufs Klo, aber das Klo war kaputt. Genau. Dann haben wir uns 3 Cookies geholt für jeweils 400 Kalorien. Das waren dann 2200 insgesamt. 2 Cookies und ein Eis. Ah, nee, 2 Cookies und ein Eis, so war das. Ein Lotus-Eis. Ja, wir gönnen uns jetzt schon mal 1200 Kalorien. Das ist eine ganz, ganz kleine Menge. Ja. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was wir sonst noch so finden an Leckerleien, an Leckerchens und rechnen einfach zusammen, was am Ende die Kalorien ausmachen. Die meisten Sachen wissen wir nicht, was wir bestellen oder kaufen, aber wir rechnen das ganz grob zusammen und hoffen wir, dass wir die 10.000 Kalorien knacken. Ja, mindestens. So, zum Wohl. Boah, geil. Boah, Hammer. Komm. Ja. Komm, du hast noch die Sahne. Aber das ist das, was ich immer sage, weißt du? Die kleinsten Läden. Ja, die geilsten Sachen, ja. Die haben immer die besten Sachen, ey, ja. Wie viele Kalorien hat das? 1.000 oder so. Ja gut, Sahne natürlich mehr wegen der Sahne, ne? Bei mir ist ja eher so die... Ich bin auch größer. Sahne musst du auch aufessen, ne? Boah, richtig geil gefüllt, ey. Richtig professionell gemacht. Schon mächtig, ey. Mhm. Ich bin Athlet, erster Coach. Er haut mehr rein als ich eigentlich so. Was mache ich falsch? Coach? Ich bin schneller Esser. Du warst nicht auf dem Klo vorher. Können wir das schneller Essen auch trainieren, oder? Immer, ja. Okay, so. One more piece. No. Eigentlich wollte ich auch ein bisschen was für einen Kameramann da lassen, aber ich war dann irgendwie so ein Blutrausch. Dann wollten wir von uns, wir sind eingecheckt, zum Bahnhof gefahren, weil wir das Auto nicht in der Stadt parken wollten und kamen nie an eigentlich. Ne? Ja. Falsches Ticket gekauft. Merkt, das sind die falschen, dann mussten wir noch neue Tickets kaufen. Also sitzen wir hier seit 5:30 und warten auf unseren Bus. Das ist scheiße, weil davon wollten wir eigentlich essen gehen von dem Geld. Ja. Ne? Aber ist egal. Das heißt, wir müssen unsere Codes benutzen, damit wir uns was leisten können. Genau. Wie war nochmal der Code? Einmal Radkowski 10 und Quadro 10. Da hatten wir die richtigen Tickets, genau. Und dann ist der Zug an uns vorbeigefahren. Genau. Dann mussten wir wieder warten. Da waren wir irgendwann um 18 Uhr. Ja. Geplant war 14 Uhr in Amsterdam. Ja. Genau. Das heißt, unsere Challenge geht jetzt los. Coach, oder? Bevor die Idee dann fängt. Ja, beruhigt. Wir haben auf jeden Fall die Pfannkuchen gegessen, wir sind noch am Verdauen, sind aber jetzt schon vor dem nächsten Laden, und zwar Cheesy Cheesecakes. Best Cheesecake in Amsterdam angeblich. Angeblich? Laut Yelp oder so?
Yep, Amsterdam Foodie, genau. Haben wir das gefunden. Ja. Und wir müssen den Kleinen hier noch ein bisschen mästen. Ja, mir fehlt noch Qualität. Deswegen. Hab ich mir sagen lassen. Ja. Hat der Pfannkuchen geschmeckt? Ja, der war brutal. Der war richtig gut. Also ja. Richtig gut. Ja, nicht übertrieben, halt genau geschmackintensiv. Ja, richtig geil. Und noch anderes halt. Du hast Frühstück ein bisschen mächtig, aber hier geht es auch nicht um. Ja. Die nächsten 12 Wochen hast du eh nichts mehr außer Reis und Hähnchen. Also genau, und genieß es lieber. Mit GN Way. Und GN Enzyme. Genau. Und Shredcuts. Ah ja. Und ja. Auf alles 30%. Und noch ganz viel Sachen. Genau. Okay, weiter geht's. Folger, welche Cheesecake in Amsterdam? Welche Jury entscheidet das? Ja? Ja. Hast du schon mal irgendwie einen Wettkampf gesehen, wo die ihren Kuchen präsentiert haben? Gibt's bestimmt. Ja. Best Bäcker, best keine Ahnung was, gibt alles. Ja, ist natürlich wieder so ein ganz kleiner Laden, ne? Ja, aber wir nehmen es mal am besten mit und essen es woanders. Ja, würde ich sagen. Weil ich kann auch nicht essen. Ja, ich schon, ich habe wieder Hunger. Ja, On the top floor you have like a triple chocolate peanut butter, that's a baked cheesecake. Macaron cheesecake, chocolate and churros cheesecake. Okay, was hast du dir geholt? Den Schokolade, also Schokolade und Dates. Warte. Oder was? Ja. Ich frag dich. Weiß ich, dachte, das wäre irgendwie so ein Synonym für Date, so für Flirt, keine Ahnung. Oder was sagst du dazu? Der ist ohne Zucker und mit Datteln. Genau, okay. Genau das wollte ich sagen. Danke für die Aufklärung, Schlammer, ja. Ich habe hier was mit Kürbis, ne? Pumpkin? Ja, Kürbis. Pumpkin ist Kürbis. Ja. Irgendwas mit Pump oder was? Irgendwas mit Pump wollte ich haben. Okay. Oh. Original Martin Radkowski. Hab ich mir schon gedacht. Also sehr lecker, aber mächtig. Boah, ein Löffel und denk schon, oh. Cheesecake Factory. Da sind die genauso. Für 1.400 Kalorien? Ich habe da letztens einen gegessen für 1.600. Boah, ein Stück so, ne? Oder 1,5, ja. Aber der ist echt geil. Jetzt mal lieber das genommen. Das ist eine richtige Mahlzeit, ne? Also richtiges Mittagessen eigentlich schon. Boah. Ja. Merkst du, wie dein Magen richtig so rebelliert, ey. Wir haben tausende Supplements für deine Ziele. Hunderte Hersteller, aus denen du wählen kannst. Deine Waren werden blitzschnell an dich versandt, sodass du nicht lange auf deine Supplements warten musst. Unser Support ist immer für dich erreichbar. Wir sind Gigas Nutrition. Besseren Eatings-Partner hätte ich mir die auswählen können. Der da eigentlich gar nicht essen kann, ne? Aber gut. Mach mal die Kamera aus, ich will nicht mehr. Mir ist es zu viel. Aber wenn da hier noch jemand probieren will, können wir das gerne machen. Soll ich mal probieren? Nee, danke. Ich bin Diabetiker. Ich würde gerne mal deins probieren, das sieht echt gut aus. Probier. So ein Stück draus. Ist auch sehr leicht. Boah. Erstmal geil, ne? Schmeckt viel besser als die Schokolade. Tja. Boah, richtig fett. Hättest du auch nicht gehört, ne? Geil. Also wenn ihr in Amsterdam seid, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung, aber geht mal davon aus, dass hier nach einem Muffin hier oder nach einem Stück Kuchen, boah, dann ist Ende. Also da was anderes zu den üblichen Geschäften, die du hier hast, wo die Klamotten seit morgens um 7 Uhr oder so drinstehen. Ja. Weil da gehen wir nicht rein, wir versuchen lieber was Frisches zu essen, genau. Und was anderes zu probieren. Deswegen ist das eigentlich, die richtige Auswahl eigentlich, wenn du mal was Geiles naschen willst. Hey, bei uns haben sehr gut, ja. Boah. Dann waren wir, wo waren wir nochmal essen? Haben wir Pommes geholt. Ach ja, Pommes. Bei Fabelfried. Ja. Boah, die waren echt geil. Richtig geil. Ich vermute, dass wir so 800 bis 1000. Ist das realistisch? Boah, ich finde es schwer zu sagen. So frittierte Pommes sowieso, ne? Mhm. Also die sind auch keine 0815 Pommes aus dem McDonalds. Genau. Ja. Sagen wir mal die ersten 1000 plus die 1200, die er vorhin hatte. Hier ist der Laden, wo wir gestern unsere Pommes geholt haben. Mit Spicy Mayonnaise und belgische Mayonnaise und sowas. Genau, ja. Und wir schätzen mal, so eine Portion hier hat so um die 1000 Kalorien mit dem ganzen Käse und Trüffelmayonnaise und der ganze Kladderadatsch und so. War sehr beliebt laut Instagram und war sehr, sehr geil. Auf jeden Fall eine Empfehlung von uns. Ne? Genau. Wenn dick werden willst, dann hier. Genau, so ist es. Auf jeden Fall klare Empfehlung. Ja.
wir sind jetzt hier in den Foodhallen in Amsterdam. Ist ein Ort, wo ganz viele Caterer, Köche, Restaurant, wie auch immer, wie man das auch nennt, Gastronomen, ihre Speisen anbieten. Dementsprechend sollten wir eigentlich alles finden, von Burger zu Pizza zu Sushi, sehe ich das schon. Genau. Pokeballs. Genau. Koreanische Küche. Richtig geil. Vor allen Dingen hier treffen wir einfach ganz, ganz viele Sachen auf einmal und müssen auch gar nicht so viel laufen. Und lass uns jetzt einfach mal überraschen, was wir da so an geilen Sachen finden. Wir sind auch so Sachen, die man generell nicht so sieht, ne? Also das finde ich mal ganz cool. Wie so ein Foodtruck irgendwie, so ein Foodfestival. Dann haben wir uns das Eis geholt. Bei Felicio Cheesecake oder Cheat Day oder so. Ne? Ja. Boah, das war zu mächtig, das war schon der erste Knockout. Der hat den crazy shit an. Heftig. Das ist hier Strawberry Cheesecake. Sie wusste nicht, wie viele Kalorien es sind, aber wir schätzen es auf locker 1000, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ja, sie sagte viel. Ja, der Keksteig allein hat wahrscheinlich schon einiges, deswegen. Boah, das ist richtig Amerika-Feeling. Da laden wir gleich 4000 voll. Live-Tasting von Meatballs. Echt geil. Geil, Hammer. Cool. Komm nach den ganzen süßen Sachen mal richtig was Leckeres, ne? So, wir essen jetzt ein paar Meatballs mit Barbecue-Soße und koreanische Art. Korean-Style. Mit Fitness-Influencer Quattromax. Geil, ne? Mega lecker. Hammer. Weiter geht's. Nach den Meatballs kommen die Burger. Vom, wie heißt der? Butcher. Butcher, ne? Butcher-Burger. Sieht auf jeden Fall optisch schon mal sehr gut aus. So muss ein Burger aussehen, nicht wie von McDonald's. Ich hab schon mal dran gerochen, der Käse war wirklich delicious. Sehr lecker. Was glaubst du, hat so ein Burger an Kalorien? 500. Ich hätte jetzt auch 400-500, ich schätze. Das ist so dieser typische Kalorien von McDonald's. Ja, also, genau. Da haben wir einen Absacker noch in Zahnfass gemacht. Genau, das war geil. Da haben wir uns noch einen Cocktail getrunken, alle gemeinsam. Und danach. Die Pizza, ne? Genau, danach gab es auch noch Pizza, so, weil wir sie ja Hunger gekriegt haben. Bei Domino's, ne? Bei Domino's, genau. Ja, um 11:30 Uhr abends, ja. Oh, lecker. Aber die hat dann wieder Spaß gemacht, irgendwie so. Ja. Käse im Bad. Wir haben auf jeden Fall nochmal einen später Abstecher gemacht und essen jetzt bei Domino's, beziehungsweise er. Ich esse ein kleines Brot, dass wir die 5000 voll kriegen, ne? Ja, wir gucken mal, was wir finden und dann. Die 10.000 machen wir auf jeden Fall voll. Locker. Wenn nicht, dann erstmal eine Tankstelle nochmal verwaffeln. Schon die ganze Zeit den Bauch einziehen, so. Nee, warte. So, Finger weg vom Alkohol, ne? Ja. Und der Finger, ne? Mach steif. Oh, das war so bitter, so. Egal. Wie mit der Pizza gestern Abend, ne? Heiß. Und die Wasabi noch mit zu Hause. Die ist Nüsse bei mir zu Hause. Die sind grün. Ach, Schatz, nicht vor der Kamera. Ach, Mann, mach dir keine Sorgen. So, jetzt sind wir aber durch jetzt hier, oder? Oder? Donuts? Oder willst du nicht? Ich will Donuts essen. Eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr. Oh, sagt die Kopfstreiche. Nein, auf jeden Fall. Wir holen noch Donuts. Auf jeden Fall. Du hast am Morgen Diät. Auf jeden Fall, ja. Okay. 12 Wochen. Ja. Mindestens. Danach geht's weiter. Von daher, ja, auf jeden Fall sehr geil. Ja, es war sehr kulinarisch, sehr cool. Was ich gemerkt habe, ist, dass süße Sachen echt nicht so reingehen, wie gedacht. Ja, genau. Und jetzt bei den Meatballs, beim Burger, hatte ich richtig. Also jetzt habe ich richtig Kohldampf, ne? Ja, das stimmt. Aber ja. Sobald du ein Eis isst oder so, boah, dann ist irgendwie, sagt der Magen, nee, komm, lass. Aber gut, egal. Das war auf jeden Fall gut. Ja. Alles hat Geschmack gehabt. Ja. Ich war jetzt nichts dabei, wo wir sagen müssen, das hat uns nicht geschmeckt. Ne? Also, ja. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Na, Kids, don't try this at home, so, ne? Ja. Hier ist ein erfahrener Stuntman am Werk. Das sind alles Doubles, die da gegessen haben. Also, genau. Wir sind doch immer nicht gewesen. Genau. Ja. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ja, ist mal vielleicht mal was anderes, ne? Genau. Als immer nur pumpen und so. Ne? Genau. Nächstes Mal können wir wieder pumpen gehen. lass die Leute mal abschalten, jetzt ist auch mal gut. Ne? Ja, genug Scheiße gesehen. Genug Scheiße gesehen und
verfolgt uns auf unseren Kanälen und genau. Dann den Rest bisher. Ne? Also danke Leute, fürs Zuschauen. Bis denn. Ja. Ciao. Ciao.